Schauen wir uns das jetzt in der Summe an. Also das Bankensystem wird nicht umgebaut, also das Wirtschaftssystem wird dasselbe bleiben. Wir haben die Medien, wir haben Big Pharma, wir haben Milliarden, auf die spekuliert wird. Wahrscheinlich wird sich die Neurotech Revolution nicht aufhalten lassen. Sprechen wir hier über ein Problem, das sich wahrscheinlich über eine Halbwertszeit völlig rausrelativiert? Ist, um das anders zu formulieren, ist vielleicht Nachfolgeamphetamin von Ritalin das Koffein in 2050? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt einerseits natürlich Entwicklungen, Fortschritte, die nun mal geschehen. Und ich sage ja auch nicht notwendigerweise, dass wir das alles aufhalten müssten und irgendwie noch zur Steinzeit zurückkehren müssen. Ich bin ja auch froh über gewisse Fortschritte, die wir haben und möchte nicht darauf verzichten. Aber ich glaube, dass selbst wenn dieser Fortschritt kommt, wir ihn auch beeinflussen können. Also vielleicht geht es ja auch gar nicht darum, ihn aufzuhalten, sondern ihn so zu lenken, dass einfach bestimmte negative Auswirkungen, die gesellschaftlich schlecht wären, minimiert werden und eben Anwendungen, die gesellschaftlich gut sind, optimiert werden, maximiert werden. Und deshalb, also finde ich so diese Einstellung, der man manchmal begegnet, gerade auch bei pharmakologischen Forschern oder neurowissenschaftlichen Forschern, dass sie sagen, na, wir machen das sowieso. Die finde ich ein bisschen blauäugig, denn ich glaube, und das ist ein bisschen auch das Menschenbild, das ich persönlich vertrete und woran ich auch glaube, dass wir immer Möglichkeit haben, einzugreifen. Und ich glaube, dass die Geschichte einem da auch einfach recht gibt. Also es war nie so, dass wir dem, was passiert ist, hilflos ausgeliefert waren. Es kann nur sein, dass wenn wir uns dagegen wehren wollten, es trotzdem geschehen ist. Aber vielleicht ist trotzdem selbst durch dieses Wehren, und ich meine, denken wir alleine mal an das Thema Umweltschutz in Deutschland. Also die Grünen wurden früher sicherlich auch ausgelacht und hat gedacht, was wollen jetzt diese revolutionären Köpfe? Die sind doch völlig an der Realität vorbei. Aber ich meine, inzwischen ist es so, dass jedes Parteiprogramm, gleich welcher Partei, über Umweltschutz zumindest hier in Deutschland spricht. Und ich glaube schon, dass da etwas bewirkt wurde. Und es könnte auch sein, dass genauso wie jetzt Umweltschutz ein Thema ist, wir eines Tages etwas haben wie, soll man sagen, Integritätsschutz der Person, wo es wirklich darum geht, Menschen vermehrt vor bestimmten Entwicklungen, die vielleicht durch biotechnologische Forschung, durch neurowissenschaftliche Forschung entsteht, diese Menschen auch davor zu schützen. Und deshalb glaube ich, ist das wirklich ein Feld, wo wir noch etwas bewirken können. Und das ist auch so der Grund, warum ich denke, es ist auch wichtig, sich dafür einzusetzen. Lass uns an der Stelle mit der Gesellschaft und der Politik mal gut sein. Was mich noch interessieren würde, ist, wir haben die ganze Zeit von Cognitive Enhancern gesprochen. Über Denken und Probleme lösen und schneller denken. Die Emotional Enhancer hattest du schon angerissen. Aber wenn wir jetzt mal wenn wir unter Emotional Enhancer mal nicht Viagra oder SSRIs verstehen, kommt da womöglich noch was auf uns zu? Vielleicht irgendwas aus der Schizophrenieforschung, was mich ganz klar und ganz zufrieden, na, zufrieden ist schon wieder gedämpft, aber ruhig mit mir selbst werden lässt, in einem positiven Sinn? Ich weiß nicht, ob das wirklich noch auf uns zukommt oder ob wir das nicht schon hinter uns haben. Ich denke hier zum einen an die Beruhigungsmittel der 60er, 70er Jahre, die vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten auch recht verbreitet waren, aber sicherlich auch in Deutschland. Und die beispielsweise auch von den Rolling Stones besungen wurden in dem Lied Mother's Little Helpers. Und wo, aber meines Erachtens, du wolltest jetzt nicht mehr auf die Gesellschaft zu sprechen kommen, aber ich glaube, man kann das gar nicht ohne die Gesellschaft sehen, denn da war es einfach so, dass zum Beispiel viele Frauen mit der Rolle, die ihnen diese Gesellschaft ja zugewiesen hat, nicht zufrieden waren, unglücklich wurden und man dieses Problem ein bisschen durch Medikamente auch in den Griff kriegen wollte. Deshalb Mother's Little Helpers, also die kleinen Pillen, haben den Müttern zu Hause sozusagen geholfen. Natürlich würde ich jetzt sagen, die wichtige Lektion hier wäre, dass man sich vor Augen hält, das ist ein soziales, gesellschaftliches Problem und das sollten wir nicht versuchen, mit Medikamenten zu beheben. Denn tatsächlich waren auch viele dieser Frauen in einer unangenehmen Situation für sie, dass sie in dieser Gesellschaft wenig Raum für Freiheiten vielleicht gelassen hat, die für ein gutes Leben wichtig gewesen wären. Emotional Enhancement, das war eben auch in den 90er Jahren ein großes Thema. Ich meine, du hast die SSRIs eben angesprochen, also so Antidepressiva wie Prozac und andere Substanzen. Das kann sein, dass das wiederkommt, dass die Menschen wieder vermehrt darüber so etwas nachdenken wie Gemütsruhe, Ausgeglichenheit und dass man da auch wieder über Medikamente nachdenkt. Aber es ist eben ein Zeichen der Zeit, dass wir jetzt gerade sozusagen im 21. Jahrhundert nicht mehr so viel über die Gefühle nachdenken, sondern über die geistige Leistungsfähigkeit. Und dann könnte man sich auch wieder fragen, woher kommt das? Und dann müsste ich auch wieder auf die Gesellschaft zurück. Aber ich glaube, das haben wir jetzt schon mehr oder weniger auch ausführlich besprochen. Aber sicherlich wird das auch eines Tages wieder aktueller sein als heute. Ich hoffe das jedenfalls auch, weil ich glaube, viele Menschen auch in der heutigen Leistungsgesellschaft vergessen,
dass wir auch gute psychologische Experimente oder Beobachtungen haben, die einfach zeigen, dass allein durch das Steigern der geistigen Intelligenz noch lange kein glückliches Leben gewährleistet ist. Im Gegenteil, manche Menschen vielleicht auch darunter leiden. Bevor jetzt auch dieser Braincast mit dem üblichen Aufruf zur Meditation und sportlichen Betätigung endet, muss ich schon zugeben, diese ganze Gehirnwäsche, die mediale, die funktioniert auch irgendwie bei mir. Und so ein Selbstversuch wird mich inzwischen schon reizen. Warum, Stefan, sollte ich es aus deiner Sicht lassen? Oder soll ich es vielleicht noch lassen und noch ein bisschen warten? Sollte ich es überhaupt lassen? Ja, ich bin froh, Avi, dass du die Frage noch stellst und es damit auf den Punkt bringst, weil das ist ja auch die Frage, die uns alle letztlich beschäftigt. Ich erinnere mich an ein Beispiel eines Managers, mit dem ich einmal diskutiert habe, nachdem ein Artikel von mir veröffentlicht wurde zum Thema. Und der in der Diskussion gesagt hat, aber warum sind Sie so negativ? Ich muss so viel arbeiten, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte solche Medikamente, die es mir ermöglichen würden, meine Arbeit schneller zu erledigen, dann könnte ich wieder mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Das war sein Argument. Und das ist auch ein sehr berechtigter Wunsch, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Aber mein Gedanke war, der Mann hat doch ein ganz anderes Problem. Wenn das schon so weit gekommen ist, dass er so viel arbeitet, dass er keine Zeit mehr für seine Familie hat, dann ist doch diese Arbeit eigentlich ein Problem für ihn. Und auch wenn es vielleicht kurzfristig so sein könnte, dass man ein bisschen was gewinnt durch diese Medikamente, muss man einfach daran denken, dass man es hier mit einem komplexen, dynamischen System zu tun hat. Man selbst ist ja nicht der einzige Akteur in dieser Gesellschaft. Und wenn ich sozusagen anfange, mich produktiver zu machen durch diese Medikamente und andere das auch machen, dann verändern sich ja diese Kräfte, es verändert sich das Gleichgewicht. Und es ist nun mal so, dass die geistige Leistungsfähigkeit, die wir bringen können, immer auch in Relation zu der Leistung anderer Menschen bewertet wird. Das heißt, was mittelfristig passieren wird, und das ist eigentlich, ich denke, eines der schlagenden Argumente gegen den Trend, aus meiner Sicht, dass einfach auch die Leistungserwartungen insgesamt wachsen werden. Das heißt, das wird meines Erachtens zu einer Situation führen, in der ein großer Teil dieser Gesellschaft in der Zukunft tatsächlich diese Medikamente nimmt. Das heißt, die Kosten dafür trägt, die wird es ja nicht umsonst geben, die Risiken auch dafür trägt und das zweiseitig, einmal individuelle Risiken, aber auch finanzielle Risiken, wenn Menschen krank werden, die gesamte Gesellschaft tragen muss. Wo es aber überhaupt nichts bringt, weil natürlich in Relation zu den anderen ich genauso schlau bin wie vorher. Und das ist meines Erachtens eigentlich das düsterste Szenario, das ich mir vorstellen kann, wo einfach die Kosten bleiben und der Nutzen sich rauskürzt. Und ich glaube, auf jedem Niveau der geistigen Leistungsfähigkeit, auf dem wir uns befinden, müssen wir uns einfach die Frage stellen, wie viel ist für mich realistisch, wie viel ist für mich gut. Und auch wenn ich jetzt mich verbessere, kann ich ja auch auf diesem verbesserten Niveau mir wieder diese Fragen stellen. Ich muss sie mir tatsächlich wieder stellen und muss mich auch fragen, okay, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen meine Aufmerksamkeit gesteigert. Was ist mit meinem Gedächtnis? Was ist mit meiner Konzentrationsfähigkeit, mit meinem Arbeitsgedächtnis und so weiter? Also es wird, wenn man sich einmal auf dieses Spiel einlässt, ja, ein Fass ohne Boden. Und darin besteht meines Erachtens die Gefahr. Also diese andere Alternative, dass sozusagen nur manche Menschen davon profitieren können, die haben wir vorher schon angesprochen. Und das ist meines Erachtens auch ein negatives Szenario, weil es einfach die Verteilungsgerechtigkeit verringern wird. Aber jetzt nochmal ganz konkret, du hast ja gesagt, warum soll ich es nicht tun? Ich habe auch auf Konferenzen Diskussionen geführt mit Psychiatern, mit anderen Wissenschaftlern, die sehr optimistisch über pharmakologische Substanzen gedacht haben und die auch mal zu mir gesagt haben, hey, probier's doch mal aus, nimm doch mal Methylphenidat, schau einfach mal, wie es funktioniert. Und ich habe auch lange Zeit darüber nachgedacht, warum mache ich nicht einfach mal einen Selbstversuch? Der Grund, warum ich es letztlich gelassen habe, ist, weil ich nun mal jetzt mich mit der Literatur etwas intensiver beschäftigt habe, also diese vielen Studien angeschaut habe, von denen manche zeigen, es gibt hier Verbesserungen, von denen andere zeigen, es gibt keine Verbesserungen, von denen wieder andere zeigen, es gibt vielleicht sogar Verschlechterungen in der geistigen Leistungsfähigkeit. Also die Forschungslage ist einfach nicht klar. Und es ist wirklich unklar, was diese Substanzen im Gehirn bewirken. Und ich meine, ich persönlich bin hier vielleicht ein bisschen sehr vorsichtig. Also ich greife auch nicht sofort zu einem Kopfschmerzmittel, wenn ich irgendwo mal ein bisschen Kopfschmerz habe. Da sind wir sicherlich unterschiedlich. Und ich glaube, es ist auch utopisch zu denken, dass kein Mensch mehr das machen wird. Aber ich gehe einfach davon aus, dass man durch die kritische Beschäftigung damit ein bisschen ein klares Bild bekommt und dann vielleicht auch einsieht, dass einfach der Druck, der teilweise gemacht wird, noch ein bisschen übertrieben ist. Und deshalb würde ich sagen, glaube ich, entgeht dir nichts, wenn du jetzt noch nicht den Selbstversuch wagst. Das heißt also genau bei dieser Frage völlig unenhanced die eigene Hardware benutzen und bis dahin, bis zu dieser Entscheidung, ob man es dann nimmt oder nicht, joggen, meditieren, Mittagsschlaf, ja?
Stefan, vielen herzlichen Dank. Ja, danke auch. Thank you.